Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Lost Worlds mit mir, Nils. Und ihr, Melanie, die nicht antworten will. Wie gerade ist. Ja, wir haben schon in den letzten Leveln, im letzten Part, die ersten zwei Zonen gemacht, des Windy Hills auf dem Hexaglobus. Oh. Und hier machen wir jetzt die nächste. Vorher wollte ich hier nochmal gucken, was ist dieses Wack-Wispen. Ich kann nämlich hier auf dem Touchscreen einen Gegenstand Wack-Wispen. Das mache ich einfach mal. Passiert jetzt irgendwas? Nein. Ja, doch, da irgendwie diese Verbindung. Ich habe irgendwie einen Gegenstand Wack-Wisp. Yeah! So, wir versuchen es mal mit dem Koop. Maddie darf sich einen Helikopter aussuchen. Ich brauche nur einen. Ja, wir kriegen ja noch später welche. Oder wenn wir halt den 3DS hätten, dann könnten wir noch welche hinzuholen. So, Windy Hill Zone 3. Sieht hübsch aus. Ah. Was kann ich jetzt machen? Ich glaube, du kannst rumfliegen. Du bist da hinten. Keine Ahnung. Yay! Yeah. Keine Ahnung, was der Hubschrauber macht. Ich auch nicht. Oh, Wispcraft. So. Vielleicht verfolgt er dich einfach nur. So, jetzt hätte ich die lieber da oben. Warte, das ist ein blauer. Nein. Aber ich kann es auch so drehen. Ich muss nur den Touchscreen benutzen. Ist das schön. Also bisher lenkt mich der Touchscreen, lenkt mich der Helikopter nur ab. Der Helikopter ist gerade weggeflogen. Vielleicht kannst du Sachen einsammeln? Du kannst dich rumrollen. Wow, Löcher. Nicht gut. Das Problem ist, ich kann ja nicht mal richtig auf den Hubschrauber achten, weil er ja kaum was zu sehen ist. Okay, ja, hier. Woo! Und hier ist noch eine neue Wispcraft. Aha, ich glaube, ich gehe hier. Ich weiß nicht, das ist gut, wenn ich den blauen da... Oh, Sonic. Kannst du irgendwas machen? Ich kann attackieren. Aha, du kannst attackieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Bam, bam, bam. Versuchen wir es mal. Okay, bitte. Nope. Oh. Das war eine dumme Idee. Also bisher sehe ich in dem Helikopter noch keinen Sinn. Vielleicht soll ich mal irgendwie in einem Let's Play oder sowas nachgucken oder was weiß ich. Nein, wir machen das Let's Play. Wir finden das selbst heraus. Das ist das ja lustiger. Also schließlich blind. Ja, toll! Dann erklär mir, was ich machen kann. Vielleicht kannst du diese Teile kaputt machen? Keine Ahnung. Du könntest dir auch das Handbuch zur Rate ziehen. Was ist denn das? Liegt in der Verpackung. Die liegt dort, wo du sie das letzte Mal hingelegt hast. Ach, klar. Moment, hier müsste sowieso so laufen. Da ist jetzt die Wispkraft. So, erstmal nehme ich mir die Wispkraft und jetzt aktiviere ich sie. Ich gucke während das in meinem Handbuch nach. Ja, so, jetzt aber. Jetzt. Ich glaube, es ist nämlich gut, wenn ich diesen blauen Ring einsammle. Es hat irgendeinen Vorteil bestimmt. Bestimmt. Und wieder Wispkraft. Diesmal glaube ich, hauen wir mal den hier kaputt. So, ein bisschen zielen und boom. Hat schon mal sehr schön... Ah, hier drauf kann Sonic nicht richtig rennen. No. Der Heli fliegt auf jeden Fall auch ohne dich weiter. Nö, hier ist nur die Steuerung für den Bildschirm. Okay. Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht finden wir sowas. Boah, bisher regt mich der Heli eigentlich nur auf. Ich sehe verdammt nochmal nichts. Ah, scheiße. Igel! Igel! Oh, Igel! Scheiß Helikopter! Lässt du dich davon ablenken? Ach, Igel. Kann ich nicht. Ich hab schon gerade gedacht, ich könnte mich an den dran hängen. Ich lass mich auch gerade. Kontrolliere die Farbenergie über das Wii U Gamepad. Toll. Ja, das kann ich machen. Koop-Modus. Ah! Ja, erklären wir mal. Spiel. Gut, erklärt dir das Spiel den Koop-Modus? Nein. Steht nur Koop-Modus drin. Hier steht nur Koop-Modus hinten drauf. Ach so. In der Anleitung wird es nicht mal erwähnt. So, ich warte hier jetzt lieber, bevor ich mich wieder umbringe. Weil ich will ja gerne die Wispkraft benutzen, aber ich will mich nicht schon wieder umbringen.
Noch abends. So, ich habe sogar ein paar Ringe gekriegt, die ich dringend nötig habe, und ich habe perfekt das Teil verfehlt. So, ich hätte jetzt irgendwie gerade keine Lust, die Wispkraft zu holen. Das muss echt irgendwie einen Vorteil haben, dass man dann da irgendwie diese Ringe einsammeln kann oder so, ne? Bam, 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 bam. Also ich weiß es immer noch nicht, was das da irgendwie für ein Vorteil für uns hat, ne? Der Heli. Ja, der und... Ach, kein Bock, diesen roten Ring zu holen. Das mache ich irgendwann anders mal. Weil ich hatte jetzt gerade mich echt schon wieder umgebracht. Ah, da war doch irgendwas zum Einsammeln. Heedle! Ja? Ja, genau. Sehr schön. Mach das. Es macht sehr viel Spaß. Okay, nach da. Also, woo! Das ist cool. Ach so, das, die verlängern die dann. Ah, oh, das Ding. Ich dachte sogar, wenn die Teile rüberlaufen, dann sagt mir das keiner. Okay, muss ich springen. Ach, die verlängern das dann. Das erklärt einiges. Ja. Vielleicht kannst du diese... Nee, die müssen ja auch so drin sein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du sie ganz exklusiv hier kaputt machen. No, verfehlt. Bin doof. Also, du brauchst echt nicht. Hm? Ich raff nicht, was der Heli zu suchen hat. So, wir können hier runterfahren. Weil ich muss auf jeden Fall irgendwie so. Das stand ja da, dass ich es so halten muss. So, spargerecht. So, wir haben auf jeden Fall erstmal den Level geschafft. Dann gucken wir mal, ob das Spiel uns irgendwie in-game irgendwelche Tipps gibt, wie man das machen kann. Ja. Ich glaube, das kommt wieder in der Zwischensequenz. Ja. Bin schon auf dem Nein, doch nicht. Oh. Und wir haben auch genug Tiere um den nächsten Level. Ich glaube, das ist dann der Boss-Level. Kann nicht sein. Okay. Start drücken. Umschau. Nee, zum Titelbildschirm will ich auch nicht zurück. Nö, das sagt uns so gar nichts. Einstellungen. Wegwispen, Rangliste, ja. Ja, schön. Was die Einstellungen sind, das hilft mir uns auch nicht. Vielleicht, wenn wir nochmal auf Koop gehen, vielleicht steht das da dann irgendwas? Vielleicht musst du die auch gar nicht so halten, sondern versuch mal, die gerade zu halten. Das kann ja auch einfach so sein, dass die da bloß liegt, damit man das da so hat, ne? Versuchen wir es erstmal so. Versuchen jetzt herauszufinden, wie dieser Heli funktioniert. Ja. Hey, ich hab dich schon gesucht, alter Glatzkopf. Wir sind deine Freunde. Freunde? Das sind niemandes Freunde. Das sind die schrecklichen Sechs. Jedermanns schlimmste Feinde. Zess, zeig diesen blauen Quälgeist, wo hier der Hase langläuft. Aber gerne. Mich juckt es schon den ganzen Tag lang nach einem Kampf. Dich juckt es eher, weil du dich mal waschen musst. Machst du dich über mich lustig? Vielleicht. Ich mach dich fertig! Ich würde ja gerne sehen, wie er dich auseinander nimmt. Aber ich habe leider zu tun. Ich wüsste da den perfekten Ort, an dem ich dich erledigen kann. Ach wirklich? Ich wüsste den perfekten Ort, an dem ich dich treten kann. Okay, ja, wie wir sehen, eine schöne Rivalität. Ja, und wie schön die anderen im Schatten standen, das war nicht sehr nett. Ich weiß nicht, mach mal wie bei Super Mario Galaxy, dass du irgendwie auf den Bildschirm drückst. Den Bildschirm? Nicht so. Was meinst du? Ja, dass du auf dem Bildschirm zeigst. Hilft auch nichts, ne? Nee. Kann ich euch echt nur irgendwie abwerfen, aber ich weiß nicht was. Bomben? Keine Ahnung. Wir merken, wir checken den Koop-Modus nicht. Oh, meine Nase juckt. No. Meh. Da ist das kleine Stachelvieh. Ich kann's kaum erwarten, ihm die Leviten zu lesen. Gott, der Tipp nervt. Ja, jetzt auch irgendwie durchgeknallt. Aha, ah, Scheiße! Da hab ich ein Vieh runtergeschmissen. Scheiße, mir gehen auch langsam die Leben aus. Schatz, sammel mir ein Leben und krieg mir nicht in den Bildschirm. Ja, toll. Ich weiß nicht mal, wie ich das steuern kann. Ich glaube, ich kann ihn nicht mal steuern. Keine Ahnung, brauchst du ein 3DS?
Ja! Aber ich versuche mal mit dem Nunchuck. Ja, das kann sein. Deswegen haben wir den auch noch vorsichtshalber hier mitgenommen. Ne? Kann ich damit irgendwas machen? Warte mal, normalerweise, ich guck mal gleich nach dem Level, weil normalerweise haben Spiele doch heutzutage immer eine elektronische Anleitung, ne? Spielanleitung. Ja. Das heißt, auch Sonic müsste so eine haben. Rein theoretisch. Ne? So, hier, Vorsicht, ja, ich habe gelernt. Und jetzt haben wir hier so ein 2D-Segment, die finde ich auch ganz schön, wobei hier echt mal Sonic in 3D, ey, du hast einen Ring angesammelt. Hast du gut gemacht. Ich glaube, ich kann nicht mit dem Landschaft steuern. Ja, sieht so aus. Ah, ich hab Schaden genommen. Wow. Sorry. Nein, Sonic war im Runterfallen. Ach, das sind Schafe. Okay, ganz ehrlich. Hier unten ist was. Ja. Wah! Den würde ich doch einsammeln! Ja, stimmt, ich hab dich dabei. Ah! Yeah! Ich bin so schnell, da komme ich nicht hinterher. Ja, hier, ich mach gar. Du sagst mir in dem Sonic-Spiel, soll ich nicht so schnell machen? Ja. Was spiele ich hier? Sonic oder Mario? Beides. Autsch. Nein, ich spiele eigentlich bloß Sonic, auch wenn es ein bisschen aussieht wie Super Mario Galaxy. Oh, sorry, ich häng gerade fest. No. Komm, nein, Sonic. Komm, ich soll hier runter. Yeah. Egel hat er schon irgendwie hingekriegt. Ah! Okay, ich kann hier hochlaufen. Du hast gerade eine Bombe abgeworfen. Ja. Ich glaube, du checkst langsam. Ich glaube, wir werden... Ah, ich werde wieder runterfallen. Okay. Okay, ja, das ja. Das ist eine Windmühle. Ja, das kriege ich überhaupt nicht hin. Ah, Igel! Ah! Ich verbraute hier noch all meine Leben. Ja. Weil ich unfähig bin. Während ich hier rumflatter. Ja, weil ich unfähig bin. Oh, jetzt häng ich fest. Jetzt hängst du fest. Ich bin das Schaf nicht mal aufgeweckt. Oh, egal. Egal. Ah ja, ich will da nicht wieder Ringe verschwenden. Ich hatte versucht, das jetzt einzusammeln, aber... Sammle 500 Ringe haben wir geschafft. Yeah. Die letzte Mission vergesse ich immer. Hui. Wartet, die kann ich mal kurz nachgucken. Visiere beim einzigen Angriff 3 oder mehr Ziele an, um ein oder mehrere Gegner zu besiegen. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie ich anvisiere. Der macht das bisher immer sehr automatisch. Moment, ich lasse ihn mal ein bisschen nach hier fahren. Ich hab's hingekriegt, ich hab's hingekriegt. Yeah, oh Vorsicht. Okay, ich könnte okay, jetzt... Den kann ich nicht abschließen. Ja, wer... Ah! Ja, ich glaube, an den komme ich nicht ran. Ah! Igel! Igel! Au! Ja, ich nenne ihn zu oft Igel. Ja, du nennst ihn nicht Sonic, er heißt Igel. Ja, er heißt Igel. Aber... Eigentlich heißt er Maurice. Heißt Maurice und Sonic ist bloß sein Spitzname. Genau. Ah. Ring! Ich checke gerade, wir haben die Schwerkraft umgedreht. Ja. Oh mein Gott. Ah! Ah, ich häng fest! Nein, 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 nein! Nein. Ah. Igel! Okay, ich warte jetzt, ich warte jetzt. Ah! Dieser verdammte Sonic! Wenn ich diesen Igel nicht besiege, hauen mich die anderen bis... Also ich hab das doch jetzt bitte schon gemacht. Warum krieg ich den dann nicht? Scheiße. Ja, ich weiß nicht mal, wie ich mehr anvisieren soll, ne? Ja. Was halt mehr da. Ich glaube, ich gehe aber erstmal hier hoch. Und jetzt. Oh, währenddessen geht mein Hubschrauber weg. Ja, war ja irgendwie klar. Ja. Ach, ich muss ja drehen. Los, Schatz, da ist ein roter Ring. Nicht runterfallen! Der ist schwer zu kontrollieren. Der ist echt schwer zu kontrollieren. Ja, glaub mir, der Hubschrauber ist schlimmer. Spitz deine Stacheln. Denn nun bekommst du es mit mir zu tun. Warum sollte er seine Stacheln spitzen? Der ist echt verrückt. Alter!
Weil das Schlimmste ist auch noch, der Hubschrauber passt sich natürlich an Sonics Bewegung auch noch ein bisschen. Heiße. Oh, fuck. Ja, schieß mich ab. Kann ich ihm Schaden machen? Nein. Ja, nebenbei auch noch eine Änderung. Bei einem kleinen Ziel bleibt Sonic jetzt endlich nicht mehr hängen. Toll. Yay, ich komme nicht hinterher. Yay, ich habe ein Parkour-Move gemacht. Cool. Da, Fuchs. Wo ist er hin? Da, er ist hinter dir. Ah, Hilfe, er verfolgt mich. Ah, lauf weg. Da war ein Leben. Lauf. I want a life. What are you doing? Getting alive. Genau. Er reißt uns alle Stacheln aus, wie schön. Ha! Nett. Erinnert mich ein bisschen gerade an den scheiß Endkampf aus. Wow. Oh, Sonic Hedgehog 4 Episode 1. Oh. Was ich auch Let's Played habe, solltet ihr auch angucken. Ja. Yeah, yay, wir haben es geschafft. Also, wir sind auch gut mit dem Part durch, das heißt, wir gucken mal gleich wegen dem Hubschrauber in der hoffentlich elektronischen Spieleanleitung. Ja, also ich glaube. Also, sind wir soweit, Tails? Ich habe einen Fernseher aus Büroklammern gebaut. Ja. Und einen Supercomputer mit Spülmittel und einem Zahnstocher umprogrammiert. Ich weiß. Also einen Propeller an einen Doppeldecker zu reparieren, ist ein Kinderspiel für mich. Ja, du brauchst mir nicht gleich deine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Ein einfaches Startklar hätte auch gereicht. Na schön. Startklar. Cool. Ja gut, da haben wir anscheinend was Neues freigeschaltet. Und es fehlt immer noch... irgendwie... ach nee, das haben wir doch fertig. Ja, wir haben diesen Wirbelsprint noch nicht geschafft. Das erklärt, warum ich die ganze Zeit nicht hinkriege. So, wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Ein Wisp mit einem Gegenstand ist aufgetaucht. Danke, den muss ich ja hinten bestimmt einsammeln. Ich glaube, das mache ich. Hi. Wisp Sendezeit. Sendestatus. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Muss ich warten. Wie schön. Sicher? Ja, ich kann hier nichts drücken. Doch, ich kann zum Titelbild schon zurück. Warte, jetzt. Kann ich hier was drücken? Nö. Egal. Wisp. Wir beenden den Part hier. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut